Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gegen die Stille Box von Unantastbar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gegen die Stille von Unantastbar, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben hier die Box vom Cover her quadratisch gehalten. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band. Dann haben wir hier unten den Albumtitel. Und es sieht so aus wie eine Box. Also aus der laute Musik gedröhnt ist hier. Und die Musik, der Bass, die Lautstärke, was auch immer, dürfte hier diese Scheibe zerlegt haben. Also die ist hier zerborsten. Und hier haben wir die einzelnen Splitter. Hier in der Mitte lesen wir dann noch UATB, also die Abkürzung hier so für unantastbar, und darunter 100% Punkrock. Ja, ansonsten hier an den Seiten das Ganze noch in Rot. Da ist die Frage, sind so Kleckse, sieht fast aus wie Blut oder Farbe, also auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Cover. Von oben sieht das Ganze so aus. Also auch hier wieder der Name der Band plus der Albumtitel und dann dieses Wappen hier samt roten Farbspritzern. Auf der rechten Seite lesen wir dann hier Limited Special Box mit Digipack gegen die Stille, Schal, Lanyard, beziehungsweise hier ist glaube ich ein Tippfehler drin, denn hier lesen wir Lanyard, ich glaube N und Y gehören vertauscht, Lanyard, also ist so ein Schlüsselanhänger. Patch, Autogrammkarte, Aufkleber. Gut, auf der linken Seite ist das Ganze ident. Hier lesen wir auch wieder, was in der Box drin ist. Und auf der Unterseite haben wir einen Aufkleber. Hier lesen wir Gegen die Stille Limited Fanbox 267 von 600. Also, das ist schon mal gut zu wissen. Die Box war auf insgesamt 600 Stück limitiert. Und meine Box ist in diesem Fall Nummer 267. Und auf der Rückseite haben wir dann hier unten einmal einen Barcode, dann hier links die Beteiligten, also Rookies und Kings, das Label, über das das Album erschienen ist. Und dann haben wir hier von hinten nochmal diese Box, die wir gesehen haben. Hier haben wir insgesamt 14 Tracks hier in dieser kreisförmigen Anordnung. Gut, genug zum Äußeren. Wir schauen mal hinein. Das Ganze geht hier oben auf. Lässt sich dann hier aufklappen und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Schal, eine Autogrammkarte, eine DVD, das Album an sich, einen Patch, dann haben wir einen Sticker und das dürfte dann wohl der Lanyard sein, der Schlüsselanhänger. So, von innen die Box in weiß gehalten, packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier der Schal noch in Folie ist, machen wir den gleich mal raus. So, damit wäre die Folie erledigt und dann starten wir direkt mit dem Album. Also, so sieht das aus. Vom Design her, vom Cover her, wie auch die Box gestaltet, unantastbar gegen die Stille. Auf der Seite auch nochmal. Und die Rückseite kennen wir auch schon von der Box. Hier auch wieder Barcode und die Beteiligten. Barcode, klar, das Album gibt es ja auch so zu kaufen, also rein das Album ohne Box. Es ist das vierte Album von unantastbar. Wir haben hier auf der linken Seite das Booklet. Ja, schauen wir mal hinein. Jawohl, hier haben wir einmal die Lyrics abgedruckt. Bedeutet, hier wirklich für jeden Track, für jede Nummer haben wir hier den gesamten Text. Dann haben wir die fünf Bandmitglieder hier. Sieht so aus, als würden sie hier unter Wasser stehen und versuchen unter Wasser Lärm zu machen bzw. zu schreien. Ja. Weitere Texte. Jawohl. Gut. Dann haben wir die Credits zum Album.
Also wer war hier beteiligt, wer hat hier mitgewirkt, all das kann man hier nachlesen, plus eine Danksagung. Und zum Abschluss gibt es dann hier nochmal die Rückseite und die Tracklist. Wie gesagt, 14 Tracks sind es geworden. Dann haben wir auch nochmal die 5 Herrschaften abgebildet. Sieht so aus, als wären sie hier in einem Schacht. So, Booklet geht wieder zurück. Dann haben wir die Album-CD. Die ist auch hier in dieser Box-Optik gehalten. Und dahinter kommt dann das hier zum Vorschein. Also rein vom Artwork finde ich das sehr gelungen. Dann haben wir mit dabei eine DVD. Die ist auch wieder in diesem Stil, nur eben hier mit dem Zusatz DVD und FSK 16. Ja, das muss ich ehrlich sagen, nervt mich etwas, denn das Ganze wurde hier aufgedruckt und nicht mit einem Sticker gelöst. Schade, zerstört in meinen Augen etwas die Optik, aber ja. So, was lesen wir hier? Wir haben hier diverse Sachen drauf, also unter anderem Videos zu Hoch das Glas, Making of von Hoch das Glas, Gegen die Stille, Schuldig, Gefangen. Ja, also gibt es einiges zu sehen. So sieht dann die DVD aus. Auch hier wieder der FSK 16 Hinweis. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, genug von der Musik bzw. von der DVD. Wir haben hier mit dabei einen Fanschall. Der sieht so aus, in schwarz und weiß, lesen wir hier riesengroß, mittig gegen die Stille. Dann haben wir hier noch Buchstaben, also das hier sieht so aus wie ein U, ein B, ein A und ein T. Also auch hier wieder diese Abkürzung für unantastbar. Hier genauso. Nur hier ist das dann genau umgedreht. Also hier haben wir die Seite weiß und dann der große Aufdruck, der große Schriftzug in der Mitte rot. Unantastbar lesen wir hier. Also auf der einen Seite eben der Bandname und auf der anderen Seite der Albumtitel. Und das Ganze wird dann auch hier abgerundet mit weißen Fransen. Gut, dann haben wir einen Patch. Der ist ebenfalls in dieser Farbkombination schwarz, rot und weiß. Unantastbar gegen die Stille. Und dann haben wir hier noch so einen weißen Rahmen. Der Patch ist rechteckig und im Querformat. So sieht er aus. Einen Sticker gibt es dann auch noch. Der sieht so aus, auch hier im rechteckigen Format. Und hier unten lesen wir dann auch noch 100% Punkrock aus Südtirol, unantastbar.net, also die Website. Darüber hinaus haben wir dann auch noch eine Autogrammkarte. Hier haben wir wieder das Foto, wir erinnern uns, das war ja schon im Booklet, die 5 Herrschaften hier unter Wasser und es haben auch tatsächlich alle 5 unterschrieben. Bedeutet, die 5 Herren hier, Joachim, Christian, Thomas, Matthias und Florian, haben hier mit schwarzem Marker unterschrieben. Und hier lesen wir wieder den Bandnamen plus den Albumtitel und auf der Rückseite sieht das dann so aus. Also einmal hier die Adresse der Band und einmal die des Labels. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir etwas, was ich, um ehrlich zu sein, noch nie zuvor gesehen habe. Ich meine, Schlüsselanhänger, solche Schlüsselbänder kennt man. Allerdings ist das hier von der Gestaltung oder von der Optik sehr eigen. Also, wir fangen mal hier unten an. Wir haben hier so einen Anhänger. Auch hier wieder diese Box zu sehen. Diese Membran und dann lesen wir hier unantastbar. So, da war so etwas noch überschüssiger Kunststoff dran. Also unantastbar lesen wir hier. Und das Ganze ist dann hier an diesen Reißverschluss festgemacht und mit Hilfe diesem Anhänger lässt sich dieser Reißverschluss hier entlang ziehen und öffnen. Wenn ich das jetzt richtig deute, haben wir hier die eine Seite in weiß, die andere schwarz. Und das kann man dann wie so eine Halskette oder wie so ein Schlüsselband um den Hals tragen und mit Hilfe dieses Reißverschlusses dann auch entsprechend anpassen. Also wenn man irgendwie sagt, hier diese Öffnung da oben reicht mir oder ich will es wirklich komplett offen. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich so eine Halskette noch nie zuvor gesehen habe und auch keine Schlüsselbänder. So sieht das dann oben aus. Da haben wir hier so eine kleine schwarze Kapsel in der Mitte, die diese beiden verschiedenen Reißverschlüsse hier miteinander verbindet.
Unten sieht das dann noch so aus. Wir haben hier, was lesen wir hier auf dieser Beschriftung? Licensed Product, OneTrade.com Germany. Okay, also die dürften das hergestellt haben. Und dann haben wir hier noch so diverse Anhänger. Einen Karabiner und dann auch hier so einen schwarzen Kunststoffanhänger. Ja, warum nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich bin generell nicht so der große Fan von Schlüsselbändern, Lanyards, Schlüsselanhängern, was auch immer. Aber ich bin mir sicher, es gibt Leute, die dafür Verwendung finden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schlüsselanhänger, dieses Schlüsselband mit Reißverschluss. Dann die Autogrammkarte von allen 5 Bandmitgliedern unterschrieben. Der Sticker im Querformat. Ebenso im Querformat der Patch. Dann haben wir dabei diesen Fanschal, der ist beidseitig bestickt und in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Dann die DVD mit diversen Videos und Making-ofs in der Papphülle. Sowie natürlich das Album an sich gegen die Stille mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Gegen die Stille von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.